So, hallo und allerherzlichst willkommen, Freunde der Weltraumfahrt. Besser gesagt, der Raumfahrt, nicht der Weltraumfahrt. Der Raumfahrt, ja, wir sind wieder zurück bei Mars Horizon. Ich wollte gestern schon noch ein bisschen aufnehmen, ich war auch sehr motiviert, aber ich war ein bisschen betrunken, deswegen musste ich das leider abbrechen. Das wäre sonst für euch wahrscheinlich sehr lustig gewesen oder sehr nervig, je nachdem, wie ihr das empfunden hättet. Ja, so, wir müssen uns jetzt noch eine Forschung aussuchen. Also, ich gucke erstmal, was wir denn für Missionen haben. Also, wir haben ja jetzt die künstliche Satellit-Geschichte. Danach Tiere im Weltall. Das heißt, wir forschen als erstes Tiere im Weltall. Das macht ja Sinn. So. Die Testrampe haben wir auch. So. Testrampe fertiggestellt. Überprüfung der Finanzierung. So. Wir wollen die Mission hier angehen. Wir sehen die Sowjetunion, ja, und die Japaner, die sind schon bei. So. So. Nutzlast wählen. So. Die Missionsnutzlast wird von deinem Startfahrzeug in den Weltraum getragen und in Missionsaufgaben verwendet die nach dem Start auftreten. Ja, okay. Also, Nutzlastbewertung ist eine Gesamtbewertung, die auf den Modulen der Nutzlast basiert. Weitere Einzelheiten zu den Modulen der Nutzlast und zu den Aufgaben der Mission findest du, indem du auf die Schaltfläche weitere Informationen klickst. Nutzlastzuverlässigkeit ist eine wichtige Nutzlaststatistik. Zuverlässigkeit bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzlastmodule während der Missionsaufgaben fehlerfrei arbeiten. Okay, eine höhere Nutzlast macht die... Nutzlastzuverlässigkeit, ja. Macht die Missionsaufgaben im Allgemeinen einfacher zu erledigen, ist aber manchmal ein Opfer wert, das man für bessere Module oder günstige Baukosten erbringen kann. Okay. Beachte, dass die Masse der Nutzlast das für die Mission erforderliche Trägerfahrzeug bestimmt. Die Kapazität der Oberstufe des Fahrzeugs muss groß genug sein, um die Masse der Nutzlast aufzunehmen. Ja, das ist so. Für jede Missionsnutzlast stehen Varianten zur Verfügung, mit denen die Nutzlast für deine aktuelle Mission weiter angepasst werden kann. Jede Variante hat Stärken und Schwächen im Vergleich zur Standardversion der Nutzlast. Okay. Das ist ein... Okay, verbesserte Kommunikation. Also der hier, ne? Verbesserte Kommunikation, reduzierte Nutzlastzuverlässigkeit. Ist das? Geringere Baukosten. Wie viel kostet der Bums denn? 50, 100, 100. Und ist das? Erhöhte Leistung, erhöhte Baukosten. Leistung wird bei Missionsaufgaben eingesetzt, um Ressourcen zu generieren und Fehlern entgegenzuwirken. Sie kann sich als lebenswichtiges Sicherheitsnetz erweisen, ist aber immer knapp. Negatives Event halt 45%, im Standard 35%. Das macht schon einen mega Unterschied, ehrlich gesagt. Ja, wir können, ich würde sagen, wir schicken die Standardvariante hoch. Weil, also ich kann ja noch die weiteren Infos gucken. Aha. Ziele der Aufgaben. Nutzt das Modul, werden zur Generierung der Ressourcen verwendet, die Erfüllung der Aufgaben zielen Mission erforderlich sind. Okay, das macht ja Sinn. So, je höher die Modulbewertung, desto mehr der damit verbundenen Ressourcen wird es generieren. Zum Beispiel wird ein Kurzstreckenkommunikationsmodul mit einer hohen Bewertung mehr Kommunikation erzeugen. Ja, alles klar. Das heißt, so. Das wäre natürlich sinnvoll. Nee, also das nur. Ah, das wäre schon. Das wäre, glaube ich, überhaupt, oder? Ziele. Jede Aufgabe der Messe wird eine bestimmte Menge an Ressourcen erfordern. Nee, das macht ja schon Sinn, ne? Kann ich ja auch ein bisschen runter. So. Dann müssten wir das Risiko eingehen. So. Wir können ihn auch drehen. Ah, guck mal, da unten steht ESA. Ist ja cool. So. Künstlicher Satellit. Wie bei einem Fahrzeug liefern deine Ingenieure nach Fertigstellung einen Konstruktionsbericht über den Nutzlast. Dazu können Merkmale gehören, die deine Wahl der Fahrzeugdesign im nächsten Schritt beeinflussen können. Naja, sobald du über die erforderlichen Mittel verfügst, kannst du mit dem Bau der Nutzlast beginnen. Der Bau kann mehrere Monate dauern. Fortfahren. Na dann, bau mal. So. Achso, ich darf ja auch so quasi mit der Maus rumgehen. Ah ja, cool.
Ah ja, guck mal, weil wir hier mehr Dingens Unterstützung haben. Genau. Gibt es da eine Tabelle? 0. Gebäude. Finanzielle Mittel aus Stufe 1. Ah ja, okay. Ah ja, okay, ich muss mir die alle durchlesen dann. Forschung. Kann ich die irgendwie ausblenden? Mir geht das immer auf den Sack, weißt du, wenn. Ah, so. Okay. Hier können wir ja noch nichts machen. Mondumlaufbahn, bemannte Mondlandung. Da sind wir noch ein bisschen entfernt von. Haben wir hier noch Anfragen? Nee. So. Ja, okay, alles klar. Das wird. Die sind schon weiter als wir. Aber wir können Platz 3 theoretisch machen. Nächsten Monat. Raketentestrampe ist fertig. Eine. Ja, strenge Fahrzeugmotoren. Zuverlässige Starts. Jawohl. Haben wir jetzt auch eine höhere Startzuverlässigkeit bei. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir können nichts machen diesen Monat. Na, wenn ich das richtig sehe. So. Die Leistung deiner Agentur in den letzten 12 Monaten wurde überprüft und dein Budget wurde entsprechend angepasst. Alter! Ja, genau. Plus 225, nächster Rang. Ah ja, okay, 100.000. Annehmen und fortfahren. Achso, das ist ja schön. So, der ist fertig. Oh! Minus 25. Okay, aber 10 plus 10% Nutzlastzuverlässigkeit ist tatsächlich ziemlich gut für uns. So, nächstes Fahrzeugdesign. Das ist tatsächlich ziemlich gut für uns. So, jetzt brauchen wir ein Fahrzeug. Jetzt müssen wir gucken. Na, na, na. Wähle Startfahrzeug. Genau, das ist die Nutzlast. So, 40 Kilo. So, dann gucken wir mal. Um diese Mission zu starten, benötigst du ein Fahrzeug, das in der Lage ist, die Nutzlast an ihren Bestimmungsort zu bringen. Ein Fahrzeug besteht aus einem Booster einer Oberstufe. Wähle Oberstufe, um zu beginnen. Ja, das machen wir mal. So. Also. Verfügbare Oberstufen. Hier findest du alle Oberstufen, die deiner Agentur zurzeit zur Verfügung stehen. Wähle einen von ihnen aus, um ihre Statistiken anzuzeigen. Du musst dieses Teil erforschen. Ja, cool. Eine weitere wichtige Masse ist die Masse der Oberstufe, die Größe des Boosters bestimmt, der zum Tragen erforderlich ist. Beim Design von Fahrzeugen wirst du häufig Teile verwenden, die du noch nicht erforscht hast. Dies kann der beste Weg sein, um das perfekte Fahrzeug für die Mission zu entwerfen und wird dich nicht daran hindern, das Fahrzeug auszuwählen. Allerdings musst du die benötigten Teile recherchieren, bevor du mit dem Bau begonnen werden kannst. Ja, das macht ja keinen Sinn. Für die meisten Missionen ist es eine gute Regel, eine Oberstufe mit einer Nutzlastkapazität nahe der Masse der Nutzlast zu wählen, um Baukosten und Bauzeit zu sparen. Es wird dir aber einige Umstände geben, unter denen größere Teile besser geeignet sind. Wenn du mit deiner Wahl zufrieden bist, drücke Teil auswählen. So. Genau. Also hier, das ist ja alles. Guckt euch mal die Dinger an. Das ist ein bisschen viel. 40 Kilo. Das Ding ist ja dafür gemacht. So. 40 Kilogramm, 48.400 Kilogramm wiegt das Ding. Erdumlaufbahn, eine kleine Festbrennstoffoberstufe lediglich als Basislinie in eine Umlaufbahn bringen kann. Das ist ja quasi perfekt für uns. Die wählen wir mal. So, das ist abgehakt. Jetzt brauchen wir einen Booster. Hier findest du alle derzeit verfügbaren Booster. Weitere Booster werden hinzugefügt, wenn du neue Ehren er Ehre! neue Ehren erreichst. Wähle einen Booster aus, um seine Statistiken anzuzeigen. Ja, ich würde den nehmen, weil den haben wir ja schon erforscht. Die Hauptanforderung an den Booster ist, dass er in der Lage ist, die Oberstufe zu tragen. Das bedeutet, dass seine Nutzlast, Hubkapazität mindestens gleich der Masse der Oberstufe sein muss. So, 400 Kilo. Oberstufe wiegt 400 Kilo. Kleine Startrampe. Eine kleine frühe Flüssigkeit, die auf der Konstruktion von Höhenforschungsraketen basiert. Eine weitere wichtige Booster-Statistik ist die erforderliche Startrampe. Dadurch wird die Größe der Startrampe bestimmt, die zum Start des Fahrzeugs benötigt wird. Booster und Oberstufen erhalten jedes Mal, wenn du sie beim Start eingesetzt hast, eine Erfahrungsstufe bis zu maximal 5. Jedes gewonnene Level erhöht die Startzuverlässigkeit für dieses Teil. Verschiedene Teile erhalten unterschiedlich viel Startzuverlässigkeit pro Stufe. Teile, die mit einer niedrigen Startzuverlässigkeit beginnen, aber eine große Menge an Startzuverlässigkeit pro Stufe erhalten, können eine gute Investition sein, wenn du bereit bist, ein paar ungewisse frühe Starts zu riskieren. Um mehr Informationen über die Stufe eines Teils anzuzeigen, bewege den Cursor über dessen
LV-Text. LV-Text. Na gut, wie viel versichern das hier? Steht hier jetzt. LV-Text kann ich jetzt nichts mit anfangen. So. Ob die von dir gewählte Kombination von Oberstufe und Booster. Ja, ist gültig. Wenn du einen gültigen Entwurf hast, in dem du zufrieden bist, bitte bestätigen. Guck mal, die sieht schon sick aus, oder? 96.000. So. Falls wir nochmal ein paar Satelliten hochschießen müssen, macht ja Sinn, dass wir dieselbe. So, Fahrzeugbau. Zum Sonnensystem gehen. Deine erste Meilenstein-Herausforderung ist jetzt verfügbar. Dies sind optionale Ziele für deine Agentur, die das rein bestimmte Meilenstein als Gegenwert für substanzielle Belohnungen enthalten. Um die aktuelle Meilenstein-Herausforderung anzuzeigen, wähle die Erde oder einen anderen Planetenkörper, um zum Bildschirm Missionsauswahl zu gelangen. So. Deine aktuellen Meilenstein-Herausforderungen ist hier zu finden, zusammen mit den gewünschten Zielen und der angebotenen Belohnung. Die verbleibende Zeit für die aktuelle Herausforderung wird auf dem Tooltip angezeigt, der zur Bewegung des Cursors über die Herausforderung aktiviert wird. Schließe drei Meilenstein-Missionen ab. Für 6 Monate. Eine neue Meilenstein-Herausforderung wird immer dann verfügbar, wenn du die vorherige Herausforderung abgeschlossen oder nicht bestanden hast. Beachte, dass es keine Strafe für das Scheitern einer Meilenstein-Herausforderung gibt. Okay, das ist ja gut zu wissen. Ah, ich darf halt nicht, ne? Mir fehlt ein Missionsslot. Jetzt gucke ich mal bei mir, wie kriege ich denn Missionsslots? Hundert Forschung pro Monat, erhöht den Bau von Trägerraketen. Erlaubt den Bau von Trägerraketen, also. Wirklich den Start von kleinen Fahrzeugen, schaltet Missionstraining frei, Startzuverlässigkeit. Ja. Ah ja, okay, also so kleine Startrampe. Baulimit erreicht. Okay, hier haben wir sowieso überall das Baulimit erreicht. Ah ja, gut. Aber ich muss wirklich sagen, das sieht echt, also die Grafik finde ich schon ganz süß. So, nächsten Monat. Tiere im Weltall, Forschung komplett. So, dann kümmern wir uns mal darum, was wir da noch brauchen. Eden, Junge. So, Nutzlast Eden. Na, dann wird das mal erforscht. 750 Forschung. Ja, ich bin noch in der Planungsphase, genau. In 2 Monaten. So. China wird künstliche Satelliten in 6 Monaten starten. So, was ist jetzt passiert? Achso, ich habe jetzt quasi bis zum nächsten Event übersprungen. Unsere Ingenieure haben berichtet, dass der Bautetraining ohne nennenswerte Probleme abgeschlossen wurde. So, 64%, das ist okay. Und lässt sich doch schon mal arbeiten. Missionsausbildung. Die Ausbildung ist ein entscheidender Teil des Missionsplans und ermöglicht es deinem Personal, deiner Besatzung, sich in den Monaten vor dem Startdatum auf einen bestimmten Aspekt der Mission zu konzentrieren. Die Art der Ausbildung, die gewährt wird, kann Bereichen wie Startzuverlässigkeit oder eine Menge an Wissenschaft, die durch deine Mission gewonnen wird, im großen Nutzen bringen. Ja, okay. So, also das unbemannte Mission. So, was kann ich denn machen? Ja, okay. Jede Schulungsoption wird auf deinen bestimmten Aspekt von Mission kommen. Zum Beispiel wird das zu nutzen. Ja, okay, alles klar, ich verstehe. So, kann ich das machen? Dieses Training wird die Startzuverlässigkeit erhöhen. So. Missionsausbildung. Pro Monat 3%. Ja, Training ist immer ja eingesehen. Der Bonus wird durch die Anzahl der Monate zwischen aktuellem und gewählten Startdatum bestimmt. Die Wahl eines späteren Startdatums kann deine Ausbildungszeit erheblich erhöhen, gibt aber auch anderen Agenturen die Möglichkeit einstellen. Okay. So, plus 12. Da würden die loslegen. Da würden die loslegen. Dann würde ich sagen, versuchen wir den August.
Na? So. Bestätigen. So. Da gibt es irgendeine. Gibt es noch was zu meckern? Nee. Also, so laut dem Plan werden wir. Ach, das war gar nicht die Sowjetunion, das war China. Ich Dulli. Naja, gut. Kann man ja mal verwechseln. So. So, wir werden sie vermutlich auf dem zweiten Platz. Die anfangen können wir nicht. Wie schalte ich denn Missionsslots frei? Das wurde mir jetzt, glaube ich, noch nicht erklärt. Ah ja. Dann wollen wir mal. So. Maximaler Bonus für 5 mal 4 Monate. Also was haben wir jetzt bekommen? 3 mal 4, 12%. Maximaler Bonus 15. Also wir hätten noch einen Monat starten lassen können. So. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Leute, das erste Mal, dass wir einen Satelliten hochschießen. Oder zumindest versuchen. Constitution, August 1958. Sehr schön, 76%. Den Start werden wir wie vorher durchführen. Und los. Boah, echt? Ja, das ist aber schlecht. So, 2% Zuverlässigkeit. 3%, naja, gut. Aber besser als nichts. So, was macht jetzt die Nutzlast? Da. Künstlicher Satellit. Hallo, Olga. Ach, jetzt wird er durchgecheckt. So. So. Während der Missionsaufgaben musst du Befehle an die Nutzlast erteilen, um das Einsatzziel zu erreichen. Okay. Das aktuelle Aufgabenziel wird hier angezeigt. Um die Aufgabe erfolgreich abzuhalten, musst du die erforderlichen Ressourcen generieren. Ja, das dachte ich mir schon. Ressourcen werden über die Nutzlastbefehle generiert. Jeder Befehl erfordert einen spezifischen Input, um einen Output an Ressourcen. Ja, okay. Du wirst nur eine begrenzte Anzahl von Befehlen pro Runde haben, also wähle jeden mit Bedacht. Dies ist die Planungsphase der Runde, so dass du die Befehle frei rückgängig machen kannst und neu wählen kannst, wie du möchtest. Ja, okay. Wenn du mit den ausgewählten Befehlen zufrieden bist, wähle Befehle bestätigen, um fortzufahren. Jeder Befehl wird von der Nutzlast in der Reihenfolge versucht, in der sie ausgewählt wurde, mit deiner Fehlerwahrscheinlichkeit basierend auf der Nutzlastzuverlässigkeit. So. Energie wieder aufladen. Nee. Wir machen erstmal. Ah ja, okay. So, wie viel Energie haben wir denn? 4. Stimmen. Bonus 4. So, Bonus. Also das. Okay, also erstmal das. Und das, würde ich sagen. Dann hätten wir das schon erreicht und da hätten wir dann schon die Hälfte. Kommandos bestätigen. Oh. Eieieiei. Triggerst du den Wettermaster, haben eine Verschlechterung des Signals. Also der Output dieses Befehls wird um einen reduziert, es sei denn, du gibst ein, aus dem Ergebnis zu widerstehen. Wieso nehmen wir an? Ja, Ehre. So, jetzt brauchen wir von beiden nur noch eins.
Deine Runde wird jedes Mal abgeschlossen, wenn alle deine zuvor ausgewählten Befehle versucht wurden. Vergewissere dich, dass du das Ziel der Aufgabe erfüllt hast, bevor dir die Runden auslaufen. Energie wieder aufladen. Nee, das brauche ich noch nicht. Wir machen nochmal den. Und dann machen wir den. Also das ist ja aber... Nee, ich brauche dem Ereignis da nicht wieder... Ah, stopp, stopp, stopp. Nee, dann machen wir lieber das. So. So. Oh nein. Oh. Da wir wieder stehen da, wieso nicht? So. Jede Missionsaufgabe wird einen Bonus hier haben, es sei denn, füllen der nach unten auslagert, wird tust. Wird dies zu einem erheblichen Belohnungsschub führen. Ja, dann machen wir nochmal. Müssen wir einmal den machen. Und einmal den. So. Jawohl. Ehre. Perfekter Fokus. Das gibt satte Bonusbelohnung. Ah, jetzt klatschen sie. Ehre. Ich bin Erster geworden, was? Oh, wie die Jungs klatschen im Hintergrund, oder? Oh, gut gemacht. Satellit im Orbit. Mit einem künstlichen Satellit, der sich sicher im Orbit befindet, hast du einen wichtigen Meilenstein für deine Agentur erreicht und die Tür den Start komplexer Nutzlasten geöffnet. Vielleicht sogar solcher, die Menschen ins All befördern könnten. Da jetzt eine Schulungsoption für deine Mission verfügbar ist, ist es an der Zeit, sich auf einen anderen wichtigen Aspekt deiner wachsenden Agentur zu konzentrieren. Das Bauen einer Mission Control. Das Mission Control Gebäude schaltet einen zusätzlichen Missionsslot frei, der es dir erlaubt, zwei Missionen gleichzeitig durchzuführen. Ja, endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann ich endlich mal zwei Missionen machen darf. Ja. Eine großartige Möglichkeit, dein Wissenschafts- und Unterstützungseinkommen zu erhöhen. Warte, dass du möglicherweise zuerst ein anderes Ausbildungsgebäude erforschen musst. Es wird empfohlen, alle Trainingsoptionen irgendwann freizuschalten. Baue Mission Control. Muss ich das noch erforschen? Krass, dass ich das zuerst gemacht habe. Mussten die den Start verschieben oder so? Fehlgeschlagen. Ahaha, die Japsen. Da tut mir ja gar nicht leid. So. Basis. Hauptverwaltung. So, wir wollen Mission Control. Dann müssen wir das wahrscheinlich erst erforschen, gehe ich von aus. Gebäude. Mission Control. Ah, wir brauchen vorher noch was anderes. Ja, okay. So. Achso, aber wir können ja parallel... So, die Mission schon planen, weil hier brauchen wir eh noch Forschung. Oder? Genau. Genau, also können wir ja jetzt, können wir die ja annehmen. So, Moment, das. Start des Leitsystems, Mission planen. Kriegen schon wieder schön viel Kohle. Rang 2. So. Da bauen wir hier so eine Höhenforschungsrakete. Kennst du ja schon. Stetigen. Bauen. So.
Ängste über künstliche Satelliten. Nachdem deine Agentur den ersten künstlichen Satelliten gestartet hat, haben mehrere ausländische Zeitungen behauptet, der Satellit stelle eine globale Sicherheitsbedrohung dar. Die Sowjetunion hat beantragt, dass deine Agentur die vollständige Spezifikation deiner ESRO-2B-Nutzlast herausgibt, um deren wissenschaftlichen Zweck zu beweisen, die Angst der Öffentlichkeit zu unterdrücken. Deine Berater sind der Meinung, dass die Zustimmung zu diesem Antrag deine Reputation bei Sowjetunion verbessern wird, obwohl letztere wahrscheinlich Wissenschaft davon gewinnen wird. Nö, aber Reputation ist gut. Geben wir frei. So. Das ist in Ordnung für uns. Können wir uns jetzt gerade erlauben. Gucken wir mal auf die Diplomedi. So, Sowjetunion. Siehste. Da sind sie. Sind schon fast im guten Bereich. So. Forschung. Gebäude. Also was wird jetzt empfohlen? Stopp mal kurz. Machen wir erst die Tiermission. Es ist ja, so wie ich das sehe, sind Meilensteine. Ah ja, das Mission Control sehe ich schon. Veröffentlicht. Ah! Okay, das sind öffentliche Missionen. Also wenn die scheitern, dann geht's richtig auf den Sack. Und wenn die aber funktionieren, dann ist gut. So. Was brauchen wir? Vorgeschlagene Fahrzeugteile. Zeig mal her. Also die habe ich ja schon. 1200 Kilo. So, dann brauchen wir natürlich auch das richtige Ding dafür. Boosterstufe Jupiter. Ah ja. Kapazität 500 Kilo. Was kann ich? Kapazität 1200. 500. Masse 2. 350. Okay, also wir nehmen einen von den hinteren. 1200. Was hat er für eine Zuverlässigkeit? 65. 40. Wir erforschen mal den. So. Also dann haben wir ja auch gleich, dann können wir gleich direkt zum Mond, weißt du? Das ist potenziell wichtig. Jupiterforschung komplett. So. Jetzt haben wir die Höhenforschungsrakete hier. Genau, die haben wir jetzt schon dreimal gesehen. Startzuverlässigkeit plus 5%, das ist schön. So, als nächstes geht's in die Startvorbereitung. Ja klar, Training können wir machen. Hier bitte. Startdatum. Würde ich sagen, nehmen wir den Januar. So. Bestätigen wir. Genau. Ah. China hat es beendet hier. Sehr schön. So. Jetzt gehen wir in die Forschung rein und gehen aufs Gebäude. So, was bringst du denn? Die Spacecraft Assembly Facility bietet eine reine Raumumgebung, um die Entwicklung komplexer Missionslasten zu unterstützen. Nutzlast. Naja, Mission. Was haben wir? Startzuverlässigkeit. Nutzlastzuverlässigkeit. Wissenschaft. Ich bin tatsächlich sogar fast hierfür. Ja, und dann, weil wir brauchen halt zwei, so stelle ich mir das vor, zumindest zwei, damit wir Mission Control erforschen können. So. Nächstes Event. Montageanlagen für Raumfahrzeuge, Forschung komplett. So. Gebäude. Ah ja, wir dürfen bauen. Wie haben wir denn? 700.000, alter Ehre. So. Nutzlastzuverlässigkeit. Okay. Das kostet übel viel. Plus, minus 2% Buffer, Nutzlastzuverlässigkeit, Fahrzeugbauzeit. Okay, das wäre nur Bauzeit hier. Ich glaube, wir setzen das Ding hier hin. Ja. Fände ich gar nicht schlecht. Das gibt drei Boni. Drei sind immer besser als zwei. So leite ich mir das jetzt her. So, dann bauen wir Mission Control. So, Haushaltsüberprüfung. Plus 200, jawohl. Boah, lecker. 100.000 pro Monat. Wir haben eine ordentliche Finanzierung. So, deine Forscher haben ein neues Leitsystem entwickelt, das an einer einfachen Höhenforschungsrakete getestet werden muss. Na dann, starten wir die Mission. 70%. Startzuverlässigkeit. Das ist doch was.
So. Gute Bedingungen. Oh, Ehre. Nee, da gehen wir sofort rein. Das knallt immer so in den Ohren. Schön, sah doch gut aus. Haha. Kein Missionseffekt. Sehr schön. Level 3. Oh, plus 15%. Die Höhenforschungsrakete. Was geht da ab? Ehre. Das hat geschmeckt. So. Jetzt gucken wir mal hier auf die Meilentiere im Weltall. Gucken wir mal rein. Wähle eine Nutzlast für diese Mission. Sieht sehr interessant aus. Zuverlässigkeit 71%. Masse 500, Kosten 250.000. Ein Sterne. Weitere Infos. Was brauchen wir denn? 1 und 3. Schade, also die Leistung würde ja. Leistung wäre ja tatsächlich gar nicht schlecht, glaube ich. Entweder wir gehen auf Kommunikation. Schwierig. Also entweder Leistung oder Kommunikation. Ich bin für die. So, wir machen das. So. Bauen. Jawohl. So, und Mission Control wird jetzt erforscht. Also gehen wir nächsten Monat rein. Oh, was ist los? Ein örtlicher Stromausfall während der Konstruktion der Edennutzlast für deine bevorstehenden Tiere im Weltall-Mission hat zu einem geringfügigen Schaden an ihrer Komponenten geführt. Deine Ingenieure haben 5% Verringerung der Nutzlastzuverlässigkeit festgestellt. Wie sollte die Komponente nicht zu Kosten der 100.000 ersetzt werden? 5%. Nee, die lassen wir. 66% sind immer noch gut. Die Spacecraft Assembly Facility bietet eine Reinraumumgebung. Achso, das ist das. Mission Control Forschung komplett. So, weil jetzt müssen wir nämlich die Mission Control bauen. So. Okay, das hat gar keinen Effekt. Das ist ein negativer Effekt. Das hier ist ein positiver Effekt. Hat auch keinen Effekt. Ja, dann bauen wir es da unten hin. Ein bisschen puzzeln, ne? So, Forschung festlegen. Ich würde gerne. Die finde ich ja sehr sinnfrei. Mit 40%. Die kostet halt nichts. Ja, aber ganz ehrlich, das Doppelte zu investieren. Was ist denn mit dem Jungen her? Ja, 75%, 350, maximal Entfernung. Das hier macht schon wieder mehr Sinn. Wie viel wiegt das Ding? 1000. Kapazität 1000, 65 Start, 75 plus. Das macht ja tatsächlich schon Sinn, ne? Das Ding hier noch schnell zu erforschen.
Die Aussicht, den ersten Menschen ins All zu schießen, beherrscht die Zeitung. Die meisten haben es als unmögliches Unterfangen bezeichnet, während die weniger skeptischen Stellen behaupten, dass eine rivalisierende Agentur zwangsläufig zuerst dort ankommen wird. Viele haben deine Agentur um die Stellungnahme gegeben. Erklär, dass du das Rennen gewinnen wirst. Lehne ab, am Wettlauf teilzunehmen. Machen wir das. Deine Agentur hat geantwortet, dass es unvermeidlich ist, dass Menschen den Weltraum erreichen. Hat es aber abgelehnt, sich dazu zu äußern, wer den Meilenstein zuerst erreichen wird. Ich glaube, das ist immer ganz gut, sich da so rauszuhalten, weil sonst wird es immer nur peinlich am Ende. Und dann lieber von hinten kommen, weißt du? Oh. Aua. Hey, ich wollte das nächste Fahrzeug. Kurz gucken. Das lohnt sich hier schon fast, ne? Aber das würde ich nicht für so eine Mission benutzen. Dann lieber die hier. Wieso dürfen die nicht genommen? Eine frühe Oberschule im flüssigen. Achso. Achso, weil die das Ding jetzt nicht tragen können. Ja, dann nehmen wir die. So. So. So, warte mal. Ah. Ja, okay, ich sehe das schon richtig. Nee, alles klar, müssen wir benutzen. Oder? Nee, das funktioniert tatsächlich nicht. Sind nicht kompatibel, siehst du mal? Also, alles gut. So. Bestätigen. Ab in Bau. 6 Monate, alter Schwede, ey. Wir haben noch 8000. Wir haben wirklich richtig viel Kohle jetzt reingejubelt. So, das hier werden wir noch erforschen. Und dann gehen wir hier auf die Forschung, denke ich mal. Wissenschaft pro Runde. Also das Forschungslabor nehmen wir auch noch mit. Ja, so ist besser, glaube ich. Ach, da sieht man auch Strahlungsgürtel entdeckt. Die Daten deiner jüngsten künstlichen Satellitenmission haben bestätigt, dass Gürtel aus einer angeschlossenen Strahlung der Erde und Planeten von kosmischer Strahlung der Sonne abschirmen. Jawohl, ja. Mission Control ist fertig. Einzugsweise Mission Flow 3. Able-Forschung komplett. Tutorial abgeschlossen. Also nur zum Abschluss aller Ziele des Tutorials. Deine Agentur hat ihre technologischen Kompetenz unter Beweis gestellt und unzählige Köpfe für die Möglichkeiten der Raumfahrt geöffnet. Von nun an liegt die Richtung der Agentur bei dir. Wirst du dich darauf konzentrieren, die Grenzen der menschlichen Erforschung zu erweitern oder die Weiten des Sonnensystems zu erforschen? Denke daran, deine Forschungsbemühungen auf alle 3 Forschungsbäume zu verteilen und freie Missionsplätze für die Durchführung von Anfragemissionen zu nutzen, um deine Ressourcen aufzustocken. Vor allem erforsche, experimentiere und inspiriere. Viel Glück, Herr Direktor. So. Ich gucke mir jetzt hier mal ganz kurz die Basis an. Hier haben wir nämlich jetzt ja Mission Control. Achso, ich darf hier sogar so ein bisschen bewegen. So. Also es ist wirklich, haben wir ganz gut geschafft hier, ne? Also die haben ordentlich Boni bekommen. Jetzt gucken wir mal Anfragemissionen. Veröffentlicht. Orbitale Herausforderung. Was heißt das? Plus 25. Alle Belohnung für Missionserfolg. 100, 180, 400, 250. Ich werde das hier machen, weil das ist nur eine Höhenforschungsrakete. So, die kann ich mir nämlich auch leisten. So, und jetzt nehmen wir das noch mit. Genau, so war es nämlich. Jetzt gehen wir zum nächsten Event. Forschungslabor, Forschung komplett. So, jetzt können wir noch ein Gebäude bauen. Gucken wir mal. Okay, das ist...
Da oben. Nutzlast, Baukosten, was gibt's hier? Fahrzeugbau, das können wir auch nehmen. So, vor allem können wir uns das ja auch leisten. So. Also ich weiß eigentlich, warum ich die hier nehmen sollte, ne? So, Ariane 1, guck mal, da sind wir schon. So, erstmal die Mondgeschichte erforschen. Nächster Monat. Da ist er wieder. Unsere Höhenforschungsrakete. Was haben wir? Kein Effekt. Perfekt. Und Start. Reingehen. So, wir legen das ganze Ding hier fest. Fortfahren. Ich würde sagen, da gehen wir plus 9%. Das. Ja, das ist gut. Nehmen wir das. Oh, nächsten Monat tatsächlich starten die Sowjetunion schon Tiere im Weltall. Das ist ja krass. So, plus ein 5% Nutzlastzuverlässigkeit. Perfekt. Training. Was kriegen wir dann? Maximaler Trainingsmuskel mehr ist davon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich bin eigentlich zufrieden. Wir gehen mal damit bei. Ja, perfekt. Dann gehen wir hier rein. China ist ja schon bei. Mal sehen, ob die das jetzt schaffen. China startet Tiere im Weltall. Ich bin tatsächlich interessiert. Der Mondumlaufforschung ob komplett. So. November 1959 startet eine suborbitale Höhenforschungsrakete, um die Auswirkungen der Sonnenstrahlung auf die obere Atmosphäre der Erde zu messen. 81% Startzuverlässigkeit. Komplette Ehre für diese Rakete. Ich glaube nicht, dass das. Und das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von 3 Jahren jetzt im Spiel. Ne, 2 Jahren, ne? Tja, von 40% mal kurz auf 80 hoch. Was schon gut. Warum starten die denn immer abends, du? Jawohl, 82% Startzuverlässigkeit, da gehen wir rein. Gleich knallt's wieder, gleich scheppert's wieder im Kopfhörer, pass auf. Knall! Oh, Tatsache. Hätte ich nicht erwartet, aber passiert. So, zack, wieder. Alter, 70%, ey. Sehr schön. 178 für einen Monat. Ah, haben sie tatsächlich geschafft. Tiere im Weltall haben sie tatsächlich, haben sie gemacht. Krass. So, Forschung. Gucken wir mal, was jetzt als nächstes hier. Satelliten, Bildgebung. Achso, wollten wir nicht. Ich wollte auf die Mondmission. Mondumlaufbahn. Das will ich. So. Orbitaler Funk. Ich darf ja noch eine einnehmen, ne? Dann nehmen wir hier noch einen orbitalen Funk an Herausforderung. So. Was brauchen wir? 2 und 2. Würde sagen, dann nehmen wir das Ding wieder. Und bauen.
Haushaltsüberprüfung Januar 1960. Aber wir sind leider noch nicht vor weiter hochgekommen. Ich finde das cool. Ich glaube, man sieht hier die ganzen Satelliten, oder? Die da jetzt schon rumschwirren um die Erde. Da Zuverlässigkeit. Das ist aber ganz schlecht für uns. Naja, gut. Orbitaler Funk. So. Design wiederverwenden. Die Constitution. Design laden. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht hinten dran hänge. Die Japaner kommen in 9 Runden. Ich komme in 2. Das ist vollkommen in Ordnung, glaube ich, Zweiter zu werden. Oder zweimal Erster geworden. Die waren aber doch schnell, die Chinesen, oder? Also die haben, also krass. So, nächstes Event. Sowjetunion erreicht die Mondumlaufbahn. Die Zeitung, oh krass. Vom jüngsten Erfolg der Mondumlaufbahn-Mission der Sowjetunion dominiert. Dein PR-Team rät, dass dein Lob für die Leistung der Beziehung zur Sowjetunion verbessern wird, dass es jedoch unsere Agentur der Kritik aussetzen könnte, im Weltraumwettlauf zurückzufallen. Umgekehrt kann eine Verharmlosung der Mission zwar die öffentliche Unterstützung stärken, aber die Beziehung zur Sowjetunion, ich würde sagen, wir geben denen einfach ein Lob, weil es ist eine Leistung. So. Wir haben jetzt zwar 100 Unterstützung verloren, aber das muss man auch mal sehen. So. Tiere im Weltall. Wir sind dabei. Wissenschaft. Huh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mission starten. 70% jeweils. Hätte da noch mehr auf Startzuverlässigkeit oder so gehen können, aber ich dachte, 70% reichen mir erstmal. Trappist. März 1960. Die erste große Rakete, die wir mal in den Himmel jubeln. Gute Bedingungen, jawohl! Und los! Das knallt ja noch mehr. Oh, es hat Funken gesprüht. Außer es sollte das tun. Kein Effekt. Perfekt. Ich würde schon sagen, also. Sehr schön, 1%. Ja, gut, Jupiter, die haben halt eine hohe Standardzuverlässigkeit, ne? So wie ich das sehe. Tiere im Weltall. Okay, er hat es geschafft, ja? So, weil die Kommunikation war jetzt da. Ich glaube, dass das Ding mit fehlschlagen kann. So, 4 Runden verbleibend. Wir brauchen erstmal einen hiervon und einen davon. Sehr schön. Jawohl. Sehr schön. Nehme ich. Wir haben ja extra ultra viel Energie. So, wir machen jetzt einfach zweimal die. Zack. Sehr schön. So, und? Jawoll. Ja! Oh, ist das gut. Okay, dann nehmen wir einen hiervon mit. Und probieren noch so einen. Dann haben wir noch zwei. Vielleicht schaffen wir das sogar. Ja. Nehme ich. Oh nein. Ah. Es ist ja eigentlich egal. So. Zack. Letzte Runde. So, das muss jetzt halt passen. So.
Jawohl, haben wir. Ehre. Danke, danke. Ehre. Tiere im Weltall. Sehr schön, als zweiter. Oh, lecker. 240. Ehre. Ach, hier sieht man. Ach, guck mal, dass die sind ja auf dem Weg zum Mond. Ah ja, krass. Und wo sind wir? Gar nicht. Voll schade. Will uns so aussehen. So, also das haben wir jetzt geschafft, ne? Meilenstein-Mission, jawohl. Ordentlich, Alter, ordentlich Forschung. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir wollten die Mondumlaufbahn machen, ne? So. Das wäre, darum kümmern wir uns gleich. Haben wir denn jetzt gerade, was haben wir denn für Missionen? Haben wir denn gerade? Ja, okay, dann müssen wir mal, ich würde sagen, dann warten wir noch eine Runde, weil dann können wir nämlich mit der anderen Mission befinden. So. Pionierforschung komplett. Eine kleine Sonne mit wissenschaftlichen Instrumenten funktioniert. So, jetzt gibt es noch einen Start von unserer Höhenforschungs... Ah, nee, von Satellitenrakete, genau. Jawohl. Starts... Oh, das ist böse. Da brauchen wir auf jeden Fall ordentliches Training. Nee, wir nehmen die Zeit. Muss sein. So. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Also wir waren hier auf jeden Fall deutlich im Vorsprung. Da sind sie ja gerade am Forschen. So, und hier, wie sieht's hier aus? Bemannte Mondlandung ist noch keiner so weit. Du hast die erforderlichen Forschungen durchgeführt, planst aber diese Mission momentan nicht. Ach so, dann sag mir das doch. Dann machen wir das doch. Pioneer. So. Gib mir mal Info. Was ist das denn? Durchführung einer translunaren Injektion. Orbitale Beobachtung. Ach du Scheiße. Und erreichen Mondumkreisung, Ziele. Beides muss ich erfüllen. Ziele, okay, warte mal. Also ich brauche die. Ich brauche alles eigentlich, aber meist brauche ich das. Und dann jeweils das andere. Ist das Ziel auf jeder Langstreckenkommunikation, Kurzstrecken? Achso. Zeig doch mal. Das wäre jetzt Kommunikation. Beobachtung. Oder Prototyp. Ne, dann nehmen wir die Beobachtung. Ne? Das macht ja am meisten Sinn. So. Bauen. Achso, weil wir die gerade erforscht haben. Ja, perfekt. Fahrzeuge. Was können wir denn? Oder Gebäude? Nutzlast, Baukosten. Das macht ja auch Sinn. So, komm. Machen wir mal so ein Zwischending. Gehen wir mal nächsten Monat rein. Notstrom-Generator. Komplett. Gucken wir mal. Ja, viel Geld, ne? So bauen. Notstrom-Generator da bist du. Ah, das hat auf alle einen positiven Effekt. Was bringt das? Nutzlast-Baufahrzeug, Nutzlast-Baukosten. Ne, auf den hier, auf Mission Control nicht. Bauzeit. Fahrzeugbaukosten. Will ich Belohnung Wissenschaft haben oder? Das ist ja tatsächlich auch die Frage. Bewegen. Ja, ist okay. So. Gucken wir mal was anderes.
Achso, das stand ja schon so. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. So, Notstromgenerator. Ich tendiere schon fast hier oben hin, tatsächlich. Einfach weil der ja schon Nutzlast-Dingens hart reduziert, ne? So. Gut, Fahrzeuge. Erdumlaufbahn, Erdumlaufbahn, Erdumlaufbahn. Das ist alles nur Erdumlaufbahn. Ich gehe mal lieber auf Missionen, oder? Satellitenbildgebung? Menschen im Weltall. Wir gehen hier auf die Satellitenbildgebung, weil wir da sowieso schon stärker sind. So, nächsten Monat. Internationale geophysikalisches Jahr. Internationales Jahr, ja. Ich bin des Deutschen mächtig. Google Maps Timeline. Hey Porco, dein Update für November ist der 6. Dezember. So. Das internationale geophysikalische Jahr, eine globale Initiative zur Gewinnung von mehr geophysikalischem Wissen über die Erde, findet in 3 Jahren statt. Die Organisatoren haben darum gebeten, dass deine Agentur einen Satelliten startet, um die erforderlichen Daten zu sammeln. Wenn das akzeptiert wird, wird dann von deiner Agentur erwartet, dass sie die Satellitenbildgebung-Mission innerhalb von 3 Jahren des aktuellen Datums abschließt. Du wirst 750.000 sofort eilen. 750.000, wenn du erfolgreich bist. Innerhalb von 3 Jahren Satellitenbildgebung-Mission. Da werden wir drauf hinarbeiten. Da haben wir nämlich gerade schon die Forschung zugemacht. So, aber jetzt. Ah, schick. Fahrzeugbauzeit, Fahrzeugbaukosten. Das ist immer, naja. Solange es nur die Kosten sind. So, jetzt wird's interessant. 35 Kilo. Tatsächlich. So. Mond. Ja, das nehmen wir doch. So, 40%. So. Halt, stopp. Das war so nicht abgemacht. Tausend Kilo. Das lohnt sich ja schon, die Dinger hier zu benutzen, ne? So. Sieht zwar übel unförmig aus, aber... Rein. Bauen. Jawohl. So, und dann... Ich schätze mal, das brauchen wir für die Mission. Die Japaner sind... Also man sieht hier die ganzen Flugbahnen. Ich schätze mal... also die Japaner sind weiß und so. Ich weiß nicht, was wir sind, aber ich schätze mal blau oder so, oder grün? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier schon ein bisschen was. So, wie sieht es denn hier aus? Japaner sind 2. Mission in Planungsphase. Ah, die haben die abgeschlossen. Also ich könnte als 3. jetzt hier noch hin. Dann kriege ich noch ein bisschen was immerhin. So. Sieht man hier irgendwo, was man schon in Planung hat? Aktive Mission, ah ja. So, fertiggestellt in 4 Monaten. Orbitaler Funk, wann geht's das? 4 Monate bis zum Start, naja, sehr schön. Ghost-Forschung komplett. So. Was brauchen wir denn noch? Ah ne, ich wollte ja die Satellitenbildgebung machen, Entschuldigung. So.
Vorgeschlagene, was haben wir denn? Die. Was kostet denn dieses? Wie fast ist das denn? Masse 1500? Ah ja, okay, jetzt verstehe ich. So, da müssen wir mal gucken. Also, Kapazität 1800, 1800, 2000. Das ist 55%. 60%. Plus 4%, plus 2%. Also das Ding fliegt für mich schon mal raus. Das ist ja mega unzuverlässig. So, 60%. 80. Oh! Die kostet natürlich 80%. So, und was haben wir? Ja, das gucken wir uns als nächstes an. So. Das wollen wir gleich planen. Sehr schön. So. Und jetzt gucken wir uns mal Booster Delta. 80%. Kapazität 6000. Ach du Scheiße. 6600. Die wiegt 6400. Was ist mit der hier? Kapazität 8000. Kapazität 6400. Der wiegt 6400, ne? So, zeig mal her. 55%, aber plus 5. Puh. Nee, da gehe ich lieber auch hier drauf, bin ich ja ehrlich. Problem mit der Nutzlastkomponente. Deine Ingenieure haben eine Herstellungsfehler in der Schlusskomponente. Der Pioneer nutzt das für deine bevorstehende Mondumlaufbahnmission. Nee, da investieren wir 10%. Nee, nehmen wir 100.000 in Kauf. So. Ah ja. Mondumlaufbahn Fahrzeug fertiggestellt. Sehr schön. Die Boni für Missionsträger steigen um 100%. Ja, okay. Da gehen wir sowieso nicht rein. Alles gut. Ah ja, jetzt kommt der. Orbitales Funk. Genau, das war ja unsere Satellitenmission, unsere andere parallel. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich komme da auch nicht mehr so ganz mit. Ne? Das ist halt schon. Constitution. 1960. So, dann wollen wir mal. Angemessene Bedingungen. Fortfahren. Boah, das knallt gleich wieder richtig. Oh, das sieht nicht gut aus. Na, explodieren tut sie immerhin nicht. Oh, schön. Ja, sehr gut. Fortfahren. Sehr schön. Ja, das ist ja so. Dann machen wir erstmal das. Oh, stopp mal. Hallo, hallo, hallo. Einmal den. Nee, ich habe eine Idee. Wir machen einfach zweimal den. Ja. Oh. Mach mal. Sehr gut. So, dann haben wir nämlich schon 4. So. Jetzt ist die Idee, das zu machen und das zu machen. Oh, knapp, aber ja. So. So, jetzt machen wir noch das und das. Und dann sollte das passen.
Ja, falls das passiert. Ah ja. Genau, wieder stehen wir. Zack. Schön. Das war nur so ein kleiner Applaus, weil es wir schon mal gemacht haben, glaube ich. Sehr gut. So, Mondumlaufbahn. Ja, ich würde gerne auf die Nutzlast gehen, sonst ist das ganze Ding ja so. Dann gehen wir hier auf den Februar. Bestätigen wir. Jawohl. So. Forschung. Ah, ich muss noch mal mehr erforschen. Also der wird nicht erforscht. Das heißt, wir können die Ariane 1 hier noch mal erforschen. Wobei ich überlege gerade, ob wir noch was anderes machen. Forschungslabor Erweiterung. Die Erweiterung der bestehenden Forschung. Oh lol. Ja, das machen wir natürlich auch hier. So. Ganz kurz. Genau. Wir haben jetzt. Die werden wir jetzt planen. So. Warte mal. So, Moment. Ist da schon jemand bei? Nee. Deswegen gehen wir da jetzt ran. So. Was brauchen wir denn? Ja, okay. 4, 2. Also am meisten bräuchten wir das. Okay. Ja. Nee, ich würde sagen, wir gehen hier auf die. Ja. So. Bauen wir. Debatte über offenen Himmel. Alter, das ist schon 1 Stunde 6 im Aufnehmen. Ich muss gleich mal aufhören. Es findet ein globales Symposium statt, um Gesetze über den territorialen Raum für Satelliten im Orbit zu erlassen. Der vorgeschlagene Vertrag besagt, dass alle Nationen freien Zugang zum Weltraum haben sollen. Deine Berater sind der Meinung, dass die Unterstützung des Vertrags die diplomatischen Beziehungen zu den anderen Raumfahrtbehörden verbessern wird, auch wenn sich die Ablehnung des Vertrags bei Teilen unserer Medien als beliebt erweisen könnte. Ne, unterstützen wir. So. Weil Reputation ist ja wirklich. Warte, was haben die geschafft? Ah. Tiere im Weltall haben die erst gemacht. Ich dachte schon. Pff. Na, dann ist ja alles halb so wild. Sind die da schon dran? Nee, wo sind die denn dran? Gehen die auf den Mond eher? Auch nicht. Schwierig. Also die Sowjetunion, die macht irgendwie nicht viel. Guck mal, kriegen wir Boni jetzt? Ja, siehst du mal, 3% jeweils. Ehre. So. Das bringt ja mir mehr, ne? Wenn Belohnung für gemeinsame Missionen, Wissenschaftseinkommen aus Freunden und Alliierten, diplomatischen Beziehungen um 50% der verdoppelte Chance, gemeinsame Missionen angeboten zu bekommen. Das macht ja nur Sinn, dass ich mir die Leute hier ranhole, ne? Gut, die Chinesen, ich glaube, bei denen konkurrieren wir zu stark. Da wird es erstmal nicht gut laufen. Aber die Amerikaner, die Sowjetunion, die hängen halt ganz weit hinten. Das ist natürlich gut für die, wenn wir mit denen zusammenarbeiten. So, nächstes Event. Forschungslabor, Erweiterung, Forschung komplett. Muss ich jetzt was bauen? Bauen. Tatsächlich. Okay, da ist es egal. Lässt Baukosten nicht. Ich geh lieber hier hoch. So. Wir brauchen tatsächlich mehr Kohle, ne? So. Astronautentrainingseinrichtung. Erlaubt Einstellung von Astronauten. Erlaubt den Abschuss mittelgroßer Raketen. Ne, wir gehen hier auf. Ja, genau. Wir wollen ja jetzt hier auf die.
Menschen im Weltall gehen, dann brauchen wir natürlich auch das Gebäude. So. Aber das sieht ja cool aus. Hier sind wir dann auch auf Stufe 2 schon. Also dann haben wir schon ein bisschen was gespielt. Ist halt schon riesig, ne? Also was das Spiel angeht jetzt. So. Nächster Monat. Oh, was ist das los? Einer Gruppe von Kindern auf der gegenüberliegenden Seite der Welt ist es im Rahmen eines Schulprojekts gelungen, Radiosignale von deinem sich seit kurzem Orbit befindenden Satelliten zu empfangen. Über die Geschichte wurde in der Presse ausführlich berichtet. Unterstützt Missionserinnerungsstück senden. 10.000, was auch immer das ist. Deine Agentur hat eine Sammlung von Erinnerungsstücken, darunter Miniaturmodelle des Satelliten, an die Schule geschickt und den Kindern für ihre wissenschaftliche Forschung gedankt. Oh, das ist natürlich ehrenhaft. Oh, 125.000, sehr schön. Nehme ich. Groß, Kommunikation. Oberstufenbauzeit, Boosterbauzeit. Also nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. So. Das wird jetzt interessant. Genau, so. 1500 muss das Ding tragen können. Dann haben wir hier die Delta-Rakete. Wählen. Booster. Du musst die erforderliche Start haben, bevor du dieses Teil Fahrzeug starten kannst. Okay. Achso, ich kann auch zusätzliche Booster bauen. Will ich aber nicht, glaube ich. Aber muss ich auch erforschen. Wählen. Bestätigen. Bauen. Wir brauchen mittelgroße Abschuss. Geschichten. Was erforscht gerade Menschen im All? Muss ich leider die Forschung ändern. Das ist weitaus wichtiger. So. Ah, ja, 100.000 zahlen wir. Müssen wir. Fehler wurde behoben. Ah, scheiße. So. Wir sind dran. Puh, ich bin gespannt. 90% Nutzlastzuverlässigkeit. Das kann jetzt eigentlich nur noch am Start scheitern. Grandiose. Februar 1961. Prozent, jawohl, sehr schön. Fortfahren. Und Abflug. Ehre. Die wackelt so ein bisschen, wa? Alter! Nein! Ein zufälliger Befehl geht verloren. Das war nicht gut. Cooles Ding auf jeden Fall. Sammeln. Aha. Zwei Energie hierfür. Nee, das ist Quatsch. So. Ja, gerade so. So, und der geht verloren, wa? Doch nicht. Muss ich nicht verstehen. So.
Das brauchen wir noch. Na komm, 11%. Oh. Ey, die machen es aber auch spannend. So. Dann zack. So. Sehr schön. Das war's schon. Durch eine translunaren Injektion. Nächste Aufgabe: Erreichen der Mondumlaufbahn. Ach so, das war jetzt das. Ach so. Oh, jetzt ist sie auf dem Mond. Sammeln. 3 und 4. Schon haben wir 4. Probieren wir mal. Ja. Nein. Schade. So. Sieht doch gut aus. So. 6 bräuchten wir. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen das jetzt so, so und so. Aua. Trotzdem 2, ist ja egal. So, und jetzt nehmen wir den. Genau. Einfach, weil wir diese 92% Nutzlastding haben, ne? Das ist OP. Ist einfach viel zu stark. Lit. So. Und jetzt haben wir nämlich 11. Jetzt kommen wir nämlich hier drauf. So. So, falls das schief geht. Alles klar. Ja, ist ja gar kein Problem. Ich hab's schon, ne? Ja, jetzt wird nochmal richtig gejubelt hier. Hey, ja, oh, hey, baupa. Sehr schön. Mein schon ein Mondumlaufbahn. Dritter. 13 bekommen. Gut. Ist 25% Gebäudeforschungskosten. Schön. Haben wir ein bisschen was bekommen, immerhin noch. Es war jetzt nicht der Rede wert, aber besser als gar nichts dafür zu bekommen. So. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich bin so in diesem Spiel drin. Ich muss ehrlich sagen, also das macht irgendwie ein bisschen süchtig. Ich habe jetzt schon fast 1 Stunde 20 aufgenommen. Ja. Also ich werde jetzt erstmal ein Päuschen einlegen, sonst komme ich hier nicht mehr weg heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dann, euer Poco zockt. Tschüss.